Jetzt, ich will runter von diesem Raumschiff, Mensch. Können wir nicht umdrehen? Nee, oder? Nee. Ich sag das jetzt zum letzten Mal. Wir haben eine Mission. Nicole ist irgendwo da draußen. Die ist irgendwo da drin und die ist umgeben von diesen Monstern. Wir holen sie da raus. Dieses Let's Play dich ein bisschen zu sehr berührt. Nicole ist die Liebe unseres Lebens. Nee, das ist ein Videogame. Es ist mir egal, ob sie lebt oder nicht. Und wenn es nur ihr Körper ist, den wir da rausziehen. Hey, okay, dann jetzt halt in die Dead Space. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von After Dark oder wie wir es intern nennen, vor 20 Minuten lag ich noch im Bett. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir steigen wieder ein in die Untiefen des Weltraums. In der letzten Ausgabe wurden Sie Zeuge oder Zeugin, wie Florentin einen unbezwingbar erscheinenden Endboss erlegte. Ich erinnere mich grau, ja, das stimmt natürlich. Die Stunden werden zu Tagen auf diesem Raumschiff, die Tagen werden zu Stunden, Minuten schmelzen dahin, kommen eher Jahrzehnten gleich, wohingegen Jahrzehnte verfliegen wie Sekunden. Alles ist merkwürdig, seit wir hier gelandet sind. Ich bereue damals, meinen Ingenieursberuf überhaupt angenommen zu haben. Ich hätte auch Tänzer werden können. Dann wäre ich jetzt irgendwo auf irgendeinem Stadtplanet und würde in einer ranzigen Bar für schlecht zahlende Leute tanzen. So bin ich jetzt hier auf einem alienverseuchten Raumschiff. Ja, Choices, ne? Ja. Choices. Ja, wir wissen auch nicht, wie lange wir hier sind, weil natürlich gibt es hier keine Sonne und keine Erde, sodass wir überhaupt gar kein Zeitgefühl haben. Das ist wie in einem Bergwerk, wo einfach das Zeitgefühl geht, völlig verloren. Aber anders als in einem Bergwerk gibt es hier nicht mal so einen kleinen Vogel. So, du hast keine Tiere auf dem Raumschiff, keine Tiere, die du keine irgendwie Zuneigung zeigen kannst. Es ist halt einfach letzten Endes kein Pet Space. So, wir haben einen Endboss besiegt. Moment, hier war der Endboss, ne? Genau. Siegestrunken haben wir letztes Mal die Folge beendet nach dem toten Endboss. Völlig richtig. Wir haben gerade hier unten mit unserem guten Kumpel und Chef gesprochen. Der meinte jetzt, also wir haben die dynamischen Motoren in die Zentrifuge hinein. Mhm. Damit wurde die Zentrifuge gestartet. Jetzt kann der Treibstoff zentrifugiert werden. Der Treibstoff wird in die Triebwerke geschoben, damit die Triebwerke uns Schub verleihen, damit wir nicht in den Planeten hineinrasen, richtig, sondern in der Umlaufbahn bleiben. Richtig. Jetzt haben wir die neue Sicherheitsstufe. Jetzt müssen wir aber noch eine, ich glaube jetzt, was müssen wir gerade machen? Noch eine neue Sicherheitsstufe. Aktiviere die Aufzüge. Aktivieren. Warte mal, aber was ist unser Masterplan aktuell? Ja. Warte mal, hast du so einen Questlog irgendwo? Ja. Alles, was ich weiß, ist, dass wir alle Munition, die wir hatten, irgendwie in dieses Monstrum gejagt haben. Überhaupt nicht verstehend, was jetzt passiert, was man tun muss. Irgendwann waren die Beine weg. Und die Muni auch. Haben wir hier alles gelootet, ich glaube, ne? Oder? Oh, ich bin schwer verletzt, kann das sein? Ja. Deswegen röchle ich so. Haha, das hat geholfen das jetzt. Das hat richtig gut geholfen. Ja, es ist immer nur so kleckerweise, weil wir den Anzug hier abgegradet haben, wodurch die Kammern sich erhöht haben und dann sieht das immer so lächerlich aus. Ganz am Anfang wäre das imposanter gewesen, diese Heilung gerade. Aber das ist ja eigentlich was Gutes. Aber ich finde, wir müssen dringend unsere Waffen nochmal upgraden. Aber wir haben jetzt noch den Säbler, der ist noch gut dabei. Genau, da haben wir, ja, und ein bisschen was von dem Schnipsler. Oh, das Loot. Warte mal, was war unsere Aufgabe nochmal, Nils? Aufzüge aktivieren. Oh. Es wurde aufgezeichnet, Doktor. Was? Das ist Meuterei. Der Marker muss zur Kirche gebracht werden, was auch immer geschieht. Gott verflucht, Ben, was redest du da nur? Die Ishimura ist in Gefahr und du willst nicht helfen. Gemäß des Seerechts Artikel 5469 erkläre ich Dr. Terence Kine hiermit Captain Benjamin Mathias für dienstuntauglich. Das ist Ketzerei! Festhalten! Ben, du bist nicht du selbst. Lass mich dir helfen. Nehmt eure verletzten Hände von mir, das ist mein Schiff! Oh, ist er nie... Oh mein Gott, er ist... Oh, wie geht's? Ich hab nur versucht zu helfen. Doktor, du hast den Captain getötet. Wir müssen dich festnehmen. Es geht nicht. Ich Doch, das ist eine Comedy. Hey, hey, hey. Hey, das ist... Nee, sorry, aber das ist jetzt Comedy gewesen. Also, sorry. Doktor, du hast den Captain getötet, wir müssen dich festnehmen, nachdem. Also, sorry. Die schubsen den Typ in die Spritze rein.
nachdem sie gerade meutern und dann sagen sie, Doktor, du hast den Captain getötet, wir müssen dich jetzt festnehmen. Ja, aber du suchst natürlich jemanden, der den Captain tötet, ne? Vielleicht war das alles von langer Hand geplant. Ja, aber das war, also sorry, aber wir das warten, ist so... bis der seine Spritzen so hält. Und dann schubsen wir den... Und schubsen wir den rein und dann können wir denen ankreiden, dass er den Captain getötet hat. Weil das machen Ärzte ja, die spielen ja immer so mit ihrer Spritze rum, wenn die so Gedanken verloren sind. Ja, in Augenhöhe. Haben die so diese Spritze immer. Naja, stimmt, könnte schon, ja, könnte, ja, weiß ich nicht. Wo war die Prostata nochmal? Keine Ahnung. Und dann zack, kann das immer passieren. Ja, ja, das passiert regelmäßig. Wir können unsere Ausrüstung upgraden. Ba-da-ba-ba. Boah, wir haben 3 Knoten und ich bin am Drücker. Ich hab die ganze Macht. Das hätte nicht passieren dürfen. Nee, nicht, aber. Ja. Nee. Doch. Nein. Doch, schön. Nee, nicht Luft, hör auf. Luft ist so wichtig. Wenn du jetzt, fucking Luft nimmst. Luft ist so wichtig. Wir hatten die. Ist so wichtig. Wenn du jetzt Luft nimmst, bin ich beleidigt. Ist so wichtig. Ich bin richtig beleidigt, wenn du Luft wirklich, nimmst. Wirklich, es ist so wichtig. Weil es schaltet uns auch keinen weiteren Knotenpunkt frei. Es ist so. Es wäre so wichtig, Nils. Wenn du jetzt original den Knoten, anstatt die in die Waffen zu stecken, in die fucking Luft steckst. Wenn du nicht einmal Luft... Macht so viel, nicht einmal so viel Leid. Wir haben 2 Luftknoten bereits. Wir haben noch nicht einmal Luftprobleme gehabt. Du machst... Ich glaube nicht, dass du... Es tut mir leid, aber die Luft, es ist einfach... Es ist einfach... Es tut mir leid, aber wir brauchen die Luft. Nils, du wirst mir danken in der nächsten Situation, in der die Luft knapp wird. Nils, du hast doch Timer genauso wie ich. Nils. Das macht mich wahnsinnig. Das Unnötigste. Das aller Unnötigste. Oh. Luft. Wir alle brauchen Luft zum Atmen, Nils. So, jetzt können wir noch mal was in deinen Lieblingsripper hier reinnehmen. Oder bist du beim Cutter? Ja, gut. Jetzt. Moment, wir können das überspringen. Wir können Nack überspringen. Das ist Nachladen. Das ist völlig egal. Guck mal, dann nehmen wir doch jetzt Nachladen und Schaden, oder? Ja, nehmen Nachladen und Schaden. Wir hätten auch 2 Schaden haben können, aber nein. Wir hätten die Luft. Da oben ist der andere Schaden. Wir hätten doppelten Schaden. Da hätten wir, wären wir nicht hingekommen. Ja, klar. Nein, wir haben doch nur noch einen Knoten. Wir bräuchten 1, 2, 3. Wir bräuchten 2 weitere Knoten. Ja, gut, egal. Nils. Du wirst mir noch danken für die Luft. Mhm. Es braucht auch jemanden, der die langweiligen Sachen skillt. Ja. Ich weiß, du magst immer Damage und Ballern und so. Es braucht auch jemanden, der die Vernünftigen, der die Buchhaltung skillt. Okay. Der einfach irgendwie 1 in Rechnungswesen investiert. Ja, manchmal braucht es das eben auch. Gut. Na gut, vielleicht kommt die Situation ja, wo ich dich dankbar ansehe mit großen Hundeaugen. Hast du diese Kiste da gelootet, die da noch war? Da war doch eben diese eine noch, oder hattest du das schon gemacht? Da hast du, glaube ich, schon gemacht, oder? Kann das sein? Ja, ne? Ja. So, das war die Chinese. Zum Glück gibt's diese Nudel, ey. Wenn's diese Nudel. Du musst da den Aufzug. Achso, okay, das ist. Aufzüge sind jetzt. Ja, ohne die Nudel wäre das nicht spielbar. Ich habe fast keine HP mehr. Ach, so ein kleines Kissen hier für meine Hände. Guck mal hier. Ja, das ist wichtig. Richtig schön. Sonst kriegt man so Druckstellen auch. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist total hässlich. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was passiert. Aufzug aktiviert. Oh, da dürfen wir jetzt durch. Ah, okay. Is a good idea. So, hinauf. Hatten wir nicht noch so eine Missionsübersicht? Memories! Ich bin doch irgendwann mal aus Versehen auf diese... Ah. Nee, ich will nicht runterfahren. Wir sind. Warum fährt jeder Aufzug hier runter? Wieso denn runter? Warte mal, wo sind wir denn? Oder? Wir sind Etage 1, oder was? Hä? Isaac! Wir können uns hier nicht mehr lange halten. Wir sitzen seit 2 Stunden hier rum und hören nur so einen Schaben. Jeremiah, ich bin hier unten im Werkraum, okay? Ich tue, was ich kann. Das reicht nicht, Isaac. Ich sag doch, wir hören einen Schaben an der Wand irgendwo. Jeremiah, ich habe schon gegen mehr von diesen verdammten Viechern gekämpft, als du überhaupt gesehen hast, okay? Isaac, aber diese Schaden, es könnte eine Ratte sein, oder? Jeremiah, es reißt sich zusammen. Wir sind zu zweit. Wir müssen überleben, du bist nur alleine, das ist... Isaac, hilf uns. Kannst dich auf mich verlassen, Jeremiah. Okay, wir schlafen jetzt eine Runde, okay, wir sind müde. Ja, leg dich hin. Okay.
Ah, ich muss zur einzigen Tür, die es im Raum gibt. Leute. Wir müssen jetzt auch ein bisschen drauf achten, weil wir haben ja auch eine neue Freigabe. Und eventuell können wir Türen öffnen, die wir vorher nicht... Wow. Warst du das gerade? Oh, ich habe so viel Zeit. Oh, ich kann mich erstmal zurücklehnen, Freunde. Ich kann mich erstmal richtig schön zurücklehnen. Weil ich richtig viel Luft habe. Oh, der Lufttank ist randvoll mit süßer Luft. Kannst du das, spürst du das, wie gut das tut, ja, wenn man atmet? Oh. Echt gut. Oh, was ist denn hier passiert überhaupt? Oh, Credits! Oh, nice. Ja, kann man rein theoretisch auch rausfliegen aus dem Schiff? Lootraum. Oh. Das ist geil, das wird alles realistisch rausgezogen. Muss dich beeilen. Oh, das war ein Knoten, oder? Was? Oh. Warum das war? Das habe ich mir hier. Doktor, du hast den Captain getötet, den wir gerade abgesetzt haben. Jetzt müssen wir dich leider festnehmen. Ah, das klappt immer nicht. Man kann die Items nicht von einem Raum in den nächsten mitnehmen. Doch, glaub schon. Und da kannst du rein zum Beispiel. Ja. Verkleidung verträgt sich nicht gut mit Stromspitzen. Pass auf, wo du hintrittst. Stark. Oh, das war ein dickes Medpack. Hammer gut. Oh, das war ein reines Med. Energie-Laserkanone. Aber das sind es ja nicht. Die überhaupt schon? Nee, es sind nur die Muni, oder? Ah, Laserkanone. Wow. Jetzt müssen wir uns aber entscheiden, weil jetzt haben wir 5 Waffen und nur 4 Himmelsrichtungen. Oh ja. Also die müssen wir natürlich einmal gleich auschecken, ist ja klar. Vielleicht für den Feuer. Ah, nee, rechts haben wir keine Muni. Doch, haben wir. Sollen die nachgeladen? Für den Feuerlöscher vielleicht. Feuerwerfer. Moment. Ah, hier. Welche haben wir gerade? Ja, ich weiß nicht. L2 halten Primärfeuer, L2 halten 1 Asteroiden-Cutter. Oh. Primärfeuer. Ach, halten. Ah, es ist so ein Laserstrahler. Es ist ein Laserstrahler. Sieht ganz schön imposant aus, auf jeden Fall. Jetzt kriegen wir richtig krasse Waffen. Ich finde es gut, dass die Werkzeuge allesamt bessere Waffen sind als die Waffen. Ja, das stimmt. Da, oh, da gibt's direkt. Ui, oh, Spaß am Dienstag hier direkt. Okay. Tür ist zugeschweißt. Oh, das ist sehr lustig. Wow. Oh. Oh. Komm, das sind ganz neue Waffen. Aber ich habe gespeichert. Ich habe gespeichert für dich. Ja, Mann. Gespeichert für dich. Ist natürlich schwierig mit so einer komplett neuen Waffe. Aber ich habe diesen Asteroiden-Cutter hab ich probiert, aber da ist nichts passiert. Vielleicht, weil keine Asteroiden in der Nähe sind. Das könnte nicht sein. R2 oder was? R2 ist dieser Schleimspucker. Dieser Laserstrahl. Ach, jetzt nimm doch nicht deine alte Komfortwaffe, Nils. Du musst doch auch mal das Neue wirklich umarmen. Erstmal wird hier alles durchgeladen. Das Neue umarmen. War es hier ja, ne? Oh ne, hier war das. Warte mal. Hier waren die doch drin, oder nicht? Die hatten was gegen mich persönlich, glaube ich. Oh! Im Gang ist aber auch noch einer dann gleich, ne? Ja. Der Feuerlöscher explodiert auch?
Der Arme. Sag mal, hast du gesehen, dass der eine Typ, der hatte nur noch einen Arm. Ja. Manchmal reicht ein Arm, ja. Der hat einen Arm gehabt. Es kam gar keiner von hinten. Man kommt bestimmt gleich noch. Ich habe jetzt eh kein Leben mehr. Ich habe das Gefühl, das ist für mich schwerer als für dich. Wie da oben hängen, da hängen diverse Leute. Shit, die sind auch alle auf so einen Haken aufgespießt. Und dem fehlt ein Bein. Wie ist das denn? Oh shit, hier ist es wieder so ein... Oh Gott. Haben das die Aliens gemacht? Nee. Da ist eine Tür, darf ich da durch? Nee, ich muss erstmal abschalten. Die Aliens würden sowas doch nicht machen, oder? Ey, aber die, ja, weißt du, es ist ein... Vielleicht denken die, wenn die hochhängen, dann können die Leichen nicht infizieren oder so. Das kann vielleicht sein, dass sie dann quasi, ja, das kann sein, dass sie damit verhindern wollten. Es ist nicht leichter, die Leichen einfach irgendwie zu zerteilen oder zu verbrennen oder so? Vielleicht waren es zu viele. Oh, jetzt kommt wieder mein Lieblingsschalter-Design. Um den Schalter zu betätigen, schmettern sie einfach diesen kompletten Schaltkreis kaputt. Schatz, wir müssen zum Baumarkt. Ich habe schon wieder das Licht angemacht. Wir brauchen einen neuen Schalter. Aber was haben wir denn jetzt hier zerstört? Ich dachte, so ein Energiekern vielleicht, aber... Alter Schwede, ist das... Bestätigt. Ja, danke schön. Schöner Lootraum. Loot! Haben wir schon 4er irgendwo gesehen oder ist 3 dann das Maximum? Also wahrscheinlich gibt es immer Türen, die außer Reichweite sind. Egal welche Sicherheitsstufe du hast, es gibt immer einen höheren. Einfach aus psychologischen Gründen auch. Ja. Damit man nicht das Gefühl hat, man wäre schon am Ende seiner Leiter angekommen. Knoten! In 2 jetzt. Textlog. Logbuch der Abbauverwaltung. N. Thibodeau. Ich versuche herauszufinden, wie schnell es sich ausbreitet. Das Flugdeck war als erstes betroffen, wahrscheinlich wegen des Shuttle-Absturzes. Der größte Teil des Krankenstations ist überrannt und wird von Stunde zu Stunde schlimmer. Maschinenraum sieht es auch nicht besser aus. Keine Nachricht vom Frachtraum oder die Kommunikation, also erwarten wir nur schlechte Nachrichten. Unsere Hoffnung liegt auf dem Abbaudeck. Dallas sagt, die Infrastruktur dort unten funktioniert noch, aber selbst wenn die Sicherheitsabteilung so schnell ausgeschaltet wurde, wie lange können wir durchhalten? Wie lange, Florentin, wie lange können wir durchhalten? Okay, wir haben mal alles hier irgendwie. Ich bin so ein bisschen versucht, zurückzugehen zu diesem Knoten, Johnny. Weil wir jetzt echt viel geil. Jetzt haben wir schon 2 wieder. Und bevor ich dich. Du willst nur nicht, dass ich die Knoten verteile. Exakt, bevor ich dich wieder da ranlasse. Ich gebe alle Knoten für Rubbellose aus. Ach, das sind sie. Was sind das denn für Elektrofelder? Muss man die deaktivieren? Tun die weh? Bestimmt muss man die deaktivieren. Ah, nee, warte, das war voll weit weg. Boah, du hast so viel Zeit. Lass dir Zeit, Nils. Nee, das war voll weit weg. Ich dachte, das wäre hier direkt gewesen. Aber ich muss durchs Vakuum, ne? War hier nicht auch noch ein Speicherknotenpunkt? Da war ich doch. Ja, ich dachte, hier kann man irgendwo speichern. Ne? Aber man muss ja komplett durchs Vakuum zurück, ne? Egal, komm, scheiß drauf. Ey, du hast genug Sauerstoff. Kein Problem. Alter. Geh da doch mal rein. Ich bin doch nicht wahnsinnig, warum? Du bist Wissenschaftler. Ja. Dein Körper ist nur da, um Experimente zu bestätigen. Ist es bei Kann mich das umbringen, ja oder nein? Das ist die grundsätzliche wissenschaftliche Frage. Der erste Wissenschaftler der Welt, der Menschheit, war der gesagt hat, wenn ich dieses Mammut versuche zu streicheln, sterbe ich dann, ja oder nein? Das war der erste Wissenschaftler. Die Wissenschaft war geboren. Ich glaube, dass... Oh, guck mal, hier ist die Bank. Ich glaube, dass das anders war. Ich glaube, wenn das so gewesen wäre, dann... Oh, ich hab die Macht. Dann wären Mammuts domestiziert worden. Und dann hätten wir heute Pet-Mammuts. Ja? Ja. Die haben es nie mich versucht. Achso, du meinst, die haben gar nicht Zuneigung versucht. Also ich bin ja Fan von ihm hier. Vielleicht hatten sie nicht genug Mammut. Ja, das stimmt natürlich. Oh, Cup oder was?
Ja, also zu Schaden würde ich gerne hin. Also wir haben jetzt hier schon so viel investiert in diese Waffe. Es wäre bescheuert, finde ich. Also die... Ich würde Folgendes vorschlagen. Den Plasma-Cutter, der hat sich bewährt. Für diese Limp-Dudes. Und dann sollten wir noch irgendeine andere von... Limp-Dudes. Ich weiß nicht, welche die beste ist. Diese finde ich auch nicht schlecht. Da haben wir noch gar nichts gemacht. Da können wir schon zu... Aber wir sollten uns eine sozusagen, glaube ich, so ein bisschen, auf die wir uns konzentrieren. Ja, was war denn dieser Spezialschuss bei Plasma Cutter? Da hatte noch so eine Art Ultimate. Genau, der hatte diesen Granatwurf und der ist eigentlich ganz geil. Nee, ich meine beim Cutter, der hatte auch noch so einen Ultimate-Knoten. Er ist Cutter? Auch geil, ja, stimmt. Aber hier, SP2, was ist das? Patronen-Rack. Spezial 2. Patronen-Rack, oh, das ist eine gute Frage. Der ist aber auch super auf jeden Fall, der hat diese, wo man diese Sägeblätter vor sich kreisen lässt, ist, glaube ich, auch mega geil. Jetzt haben wir den Cutter, das ist doch unser normaler Schneider. Warte mal, ich kurz. Nee, du meinst den Ripper? Entschuldigung, den Ripper meine ich genau. Das Ding ist auch geil. Aber ich finde deine Logik gut. Lass uns erstmal alles in Plasma-Cutter investieren, damit wir nicht in die Verlegenheit kommen, irgendwann eine Waffe wegzustecken, in die wir investiert haben. Ja, okay. Frage ist jetzt nur Cup-Cup oder Cup-Nack? Ich würde. Ach so, genau, das Ding ist. Okay, Patronen. Munitionskapazität wird deutlich erhöht. Ach komm, das ist. Ja, aber wir können auch. Wir können ja von beiden Seiten kommen. Dann würde ich da hingehen, dann können wir nämlich Schaden machen und das. Ja. Das andere ist ja. Zack. Und dann gehen wir hier. Und dann können wir Schaden erhöhen, das ist doch geil. Nachladezeit auf 1,3 Sekunden, das ist ja ein Traum. Ach, die Munitionskapazität wird deutlich erhöht. Aber um wie viel? Warum steht denn da keine. Ja, deutlich irgendwas. Na gut. Bislang ist das ja irgendwie noch die geilste Waffe. Ich glaube, das ist auch so ein klassischer Gamer-Ding, dass man immer erst die erste Waffe upgradet und auch die erste Waffe das komplette Spiel lang benutzt. Ja. Okay, warum hat die hier irgendeine Bewandtnis, diese Kiste? Grip. Die kann ich vielleicht da irgendwie in den Strahl stellen oder so. Was passiert? Die schmeiß ich gleich mal in die Elektro. Ja, das ist, glaube ich, vielleicht ist es einfach nicht gewollt, dass man. Na gut, das ist schon möglich. Wow. Ist jetzt aus? Nee. So. Habt ihr noch irgendeinen Arsgeier angegeiert? Ist das hier so eine Art Steuerraum, Navigationsraum oder so? Mm, ja. Oder eine Ausstellung. Ja, so ein Museum, ne? Ja. So sahen das an die früher aus. Man kann doch bestimmt, wenn ich jetzt das hier so vorlege, ne? Könnte mich auch einmauern. Ja. Oder? Ich wüsste gar nicht, dass du so lame und Cheese-Tendenzen hast. Ja, voll, natürlich. Ich will überleben. Mhm. Ich habe Überlebensinstinkte. Ist doch grundsätzlich mal nichts Verkehrtes, oder? Das mit dem Rumgespratz hier, guck mal, da oben geht's auch hoch. Waren wir da oben schon? Ist da irgendwas? Nee. Ja, nur ein Terminal. Mit dem man nichts machen kann. Todes Terminal. Gut, dann gucken wir mal. Ach ja, die Anti-Asteroiden-Schusskanonen. Ja. Jetzt haben wir's. Genau, weil wir sonst in den Asteroidengürtel reingürteln. Energie aus dem Netz der Abbauverwaltung umgeleitet. Das ist eins. Wir brauchen mehr Energie. Ein paar mehr Systeme sollten reichen. Kann man das nicht alles fernsteuern eigentlich? Muss man da immer dahin dackeln, um den Hebel umzulegen? Ist das der hier nicht? Da, guck mal hier. Es gibt eine Karte? Oh, shit! Wie deine Lame-Taktik halt auch noch funktioniert, ey, wirklich. Lame-Nils, lässt sich nicht zerschnetzeln. Lame-Nils.
Zum Frühstück gibt es Plätzchen. Aber je mehr Waffen wir finden, desto weniger Munition kriegen wir Zeit für unseren guten alten Cutter. Das ist ein Rochen! Der war tot. Du hast es geschafft, einem Rochen einen Körperteil abzunehmen, was bisher als unmöglich galt. Weil man dachte, der Rochen besteht nur aus einem einzigen Körperteil. Dem Rochen. Dem Rochen. Aber nicht mutieren. Der ist im Blitzstrahl. Ja, ja, aber mutieren Sie bitte. Oh. Ich dachte, der mutieren stirbt. Verboten, oder was? Ja. Schön zum Friseur hier. Das hat er sich auch anders vorgestellt, glaube ich. Ja. Das waren jetzt nur zwei Schuss von diesen Klingen. Ja. Die kann man, glaube ich, schon echt effizient einsetzen, diese Ripper. Okay, Sie sind uns jetzt aber einig, dass die jetzt alle hinüber sind. Das muss doch irgendwas sein, oder? Willst du nicht mal gucken, ob du Schaden kriegst durch die Elektro-Räder? Nein! Aber was soll denn das dann sonst? Natürlich kriege ich Schaden. Und warum ist jetzt hier überhaupt noch Strom? Wir haben den Strom doch gerade umgeleitet, oder nicht? War das nicht die ganze Idee? Ja, das verwirrt mich auch. Oder weil hier ganz viel Strom ist, deswegen sind wir hier überhaupt hingegangen. Kann sehr gut sein. Man kann die Leichen hundertprozentig looten. Versuch mal, ob du die Leichen oben hängen. Ob man die runterholen kann. Man kann dran zappeln auf jeden Fall. Ich würde da Loot verstecken in diesen Leichen. Ludwig. Okay, gut. Aber guck mal hier, da ist auch wieder so ein... War das meiner von eben? Ja. Nee. Echt? War das der schon? Obwohl, nee, vielleicht nicht. Deiner war ja hinten in der... Nee, ich glaube, weiß ich nicht mehr. Ist es nicht 3 Minuten näher? Ich habe keine Erinnerung mehr. Aber ich wäre der schlechteste Zeuge der Welt, im Gericht so... Bei einem Auto oder auf einem Fahrrad? Ja, ich, keine Ahnung. Ey, wir haben alle Türen, da waren wir auch, ne? Ja, da war die Das heißt, bevor ich jetzt... Ich hab keine Erinnerung. Doch, ich glaube, wir waren in allen Türen drin. Hier, ich hab keine Erinnerung. Diese Stressmomente, die löschen immer wieder die Erinnerung. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt raus und eilen der Mission hinterher. Aber ist wahrscheinlich wirklich so, ne? Dass du Dinge kurz bevor was Stressiges passiert, weil das Gehirn sagt, komm, schmeiß die raus, lieber die Adrenalin-Momente, lass uns die lieber in Erinnerung halten. Deswegen, wenn ihr lernt, versucht möglichst euch nicht erschrecken zu lassen oder so. Oder wenn ihr merkt, ich habe gerade das Falsche gelernt, lasst euch erschrecken, dann ist es weg. Dann könnt ihr so Gehirnplatz sparen. Vielleicht kann man, ist es aber auch genau das Gegenteil. Oh Gott. Okay, das ist eine dumme Idee. Vielleicht muss man das ja kombinieren tatsächlich, wenn man Gelerntes mit Traumatischem verbindet. Ich verstehe, ja, ja. Gott, ey. Stopp, da warst du auch schon drin, ne? Lagerraum. Die Frage ist, die sich mir stellt, ist, kann ich hier aus dem, ich trau mich nicht jetzt, aber könnte man hier nicht ins Weltall? Eigentlich schon, ja. Nee, will er nicht, lässt mich nicht, schade. Lass uns einfach abhauen. Wir könnten einfach davon düsen. Ja, wir suchen uns so einen kleinen, verträumten Asteroiden. Ja. Wir haben ja alles dabei zum Abbauen und so. Ja, das wären richtig schöne 90 Sekunden. Speichern abgeschlossen. Das ist immer so ein richtig guter Moment, um einmal durchzuschnaufen, weil man weiß, ja, das haben wir safe im wahrsten Sinne. Aktivieren. Was hat das gesagt? Etage 3? Ja. Immer tiefer, leider. Nie gibt's mal sowas wie eine Aussichtsplattform ganz oben im Schiff oder so. Mm. So ein Fenster über einem, das wäre doch mal irgendwie... Ja, oder? So ein Panoramadeck. Mit Aussicht. Ja, zum schönen Bistro oder so. Hast du das gerade gehört? Ja. Was, Thaddeus wieder? Was? Oh. Und weißt du, wenn man direkt über der Werkstatt ist, weiß man immer nicht, ob das Teil des Spiels oder macht Thaddeus wieder merkwürdige Geräusche. Aber was, also das klang entfernt menschlich. Vielleicht ist irgendwer noch. Nicole!
No way, no, 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 Nicole! Nicole! War es Nicole? Nicole, I never get over you. Ich speichere mal, damit wir die Fahrt nicht machen. Ja, bitte, das war jetzt echt wichtig. Sieht halt aus, einfach aus wie so ein Subwoofer, ne? Wie so eine Box. Ja. Du kommst ja doch aus der Zeit, wo man sich so richtig dicke Boxen ins Zimmer gestellt hat, ne? Oder echt, eben, Freunde von mir hatten das im Auto. Ich schäme mich für die Freunde bis heute. Die haben den ganzen Kofferraum nicht mehr als Nutzfläche, sondern als Boombox-Fläche missbraucht. Wahnsinn. Heute macht man das gar nicht mehr. Ja, heute gibt es so ganz kleine... Das ist halt auch mega dumm. Oh, jetzt kommt noch Dämonenbeschwörung hinzu, oder was? Als ob Aliens nicht genug sind, jetzt kommen noch Dämonen? Alter, ey, soll ich dir mal was sagen? Ich war vorhin auf YouTube, als ich hier auf dich gewartet habe. Und in meinem YouTube-Feed war ein Video, was ich nicht angeguckt habe, weil es... Also man scrollt ja immer so durch und ich habe es ungefähr 20 Sekunden angeguckt und es war exakt dieser Raum. Eine Aufnahme? Ha. Wie jetzt, in echt oder in Dead Space? Ich zeig's dir gleich, pass auf. Dieser Marker, er ist das Symbol der Unitology-Kirche. Wusste nicht, dass du gläubig bist, Isaac. Meine Mutter war es. Aber wenn sie das auf einem anderen Planeten gefunden haben, was bedeutet das? Dass Unitology recht hat? Unitology ist Schwachsinn. Vergiss es. Fällt ihr doch recht. Was steht da? They are coming. Ah, ist eine Herr der Ringe-Anspielung, oder? They are, ja, wegen der Zwerge da? Wegen der in Moria, ja. Ja. Vereint werden wir aufsteigen. Ist Unitology eine neue Hoffnung oder nur Betrug? Von Carrie Van Outgen. Wenn Sie in den letzten 200 Jahren auf dem Mars gelebt haben, haben Sie vielleicht noch nichts von dem am schnellsten wachsenden religiösen Bewegung der Geschichte mitbekommen. Unitology hat Millionen von Anhängern, zählt mächtige Firmenchefs und Amtsträger zu ihren Mitgliedern, besitzt Aktien von multinationalen Unternehmen im Wert von 78 Milliarden Dollar und ist im Besitz von zwei der größten Finanzinstitute der Erde. Wow! GPSG Financial und Ultras, Unitas Energy Investments, von ihren Anfängen zur... Als Personenkult hat sich Unitology zu einer angesehenen, etablierten Religion entwickelt. Die meisten Menschen kamen... kennen die Grundprinzipien. Vor 200 Jahren entdeckte Michael Altman, hey Michael, ein angesehener Geophysiker, der seiner Meinung nach größte Vertuschung auf die hier von der Erdregierung betrieben wurde, die Chemtrails, die Entdeckung eines Artefakts oder Markers, das zweifelsfrei bewies, dass es außerirdisches Leben im Universum gibt. Die Regierung bezeichnete Altman als Spinner. Aber seine Behauptungen trafen den Nerv einiger Menschen und sein mysteriöser Tod kurz darauf schürte das Interesse, es folgten viele Unruhen und Forderungen nach Maßnahmen. Die Unitologen glauben, dass der Marker einen Code enthielt, den Schlüssel zum ewigen Leben durch Wiedergeburt und Aufstieg in den Himmel. Spoiler, man muss erst sterben, das ist natürlich unangenehm. Das erste Mal, dass in Spoiler-Alarm. Sie sagen, dass die Scheiß Regierung Atheisten den Marker... Scheiß Atheisten mit ihren Gags in den Texten. Ja, echt widerlich. Dass die Regierung den Marker irgendwo versteckt hält und seine Geheimnisse für sich behält. Im gesamten Weltraum preisen die Unitologen Altmanns Märtyrertod und warten auf den Tag, an dem Gott kommt, um sie in ihr neues Leben nach dem Tod zu holen. Das klingt alles ziemlich harmlos, aber wie bei jeder Sekte gibt es auch hier eine dunkle Seite. Ey, Altmann muss der Endboss sein. Ja... Die Unitarier haben in der Kirche einen Rang. Niemand spricht jemals darüber, aber die meisten Kritiker glauben, dass es mindestens drei Ränge über dem durchschnittlichen Gläubigen oder Eingeweihten gibt. Mit jedem neuen Rang wird den Anhängern mehr vom Aufbau und der Forschung der Kirche offenbart und diese Ränge werden durch ein einfaches Kriterium erreicht, indem man dem Geld... Okay, Kirche, Geld und Macht spendet. Das klingt ein bisschen wie Scientology. Aber 78 Milliarden, ist das zu viel? Für mich nicht. Was ist so das Vermögen der katholischen Kirche? Das ist, du musst doch mehr, oder? Das wäre enttäuschend wenig. Ich meine... Das ist ja ein multiplanetares System mit vielen mehr Menschen als heute, oder? Ja, da muss... 70 Milliarden. Aber wir wissen nichts von Inflation oder Deflation oder wie sich der Kurs entwickelt hat. Oder eine neue Währung vielleicht. Ob das eine neue Dollar ist, Space Dollar oder so, wie nochmal irgendwie noch einen neuen Kurs hat. Also deswegen ihr bitte, unsere wirtschaftliches Grundkenntnis ist schon auf der Erde beschränkt. In einem multiplanetaren System noch beschränkt. Ist unmöglich. Finden Sie das schon schlimm? Die Kirche verlangt von ihren Mitgliedern auch, dass sie ihren Körper nach dem Tod spenden. Aber warum das? Was machen sie damit? Das will jemand sagen und versuchen, in dem inneren Kreis einzudringen, sind gescheitert angesichts des Nachdrucks, den sie auf Verwandlung und Wiedergeburt legen würde. Uns die Antwort vielleicht auch nicht gefallen, selbst wenn sie uns verraten würden. Ein Gerücht, das sich ebenfalls hartnäckig hält, besagt, die Kirche finanziere ein geheimes Schiffsbauprogramm. Eieieiei. Einige behaupten, die Flotte bereits gesehen zu haben. Es wurden nie Beweise vorgelegt, aber dieses Mausoleumsschiff soll trotz ihrer enormen Größe und so weiter und so fort. Ey, das ist interessant. Ey, warte mal. Kapitel. Nee, okay. Das war interessant. Wow. Ey, jetzt zeige ich dir, was ich gesehen habe. Und zwar, ey, das ist so, es ist was für ein Timing, ey. Das ist manchmal... Kommt jetzt wieder so eine Geste, oder was? Kommt jetzt wieder diese Gestennummer? Nein, wirklich, und zwar, pass auf. Wenn du da die Kniengeste machst, beschwörst du nämlich einen Dämon. Ich hoffe, ich hab's original vor 5 Minuten, bevor du gekommen bist. War das in meinem... Schaust du dir hier Komplettlösungen an? War das, hast du so wenig Vertrauen in unsere Fähigkeiten? Nein, eben nicht, dass der Witz... Entweder das war auf Reddit oder das war auf YouTube. Ich weiß es nicht mehr, warte. Lass mich kurz scrollen.
Ich habe hier Reddit offen, vielleicht warst du auch auf Reddit. Oder Reddit auf dem Handy. Ja, lass mich mal der kurz. Ist hier. Reddit, der ist ja schon im nächsten Jahrhundert unterwegs, Cyber Nils. Cyber Nils. Das ist wirklich. Alter, der beherrscht den Cyberraum ja wie kein zweiter. Da können wir ja wirklich schon jetzt mal an. Schau das mal an, Emojis, NFTs, alles hier auf diesem kleinen Gerät in der Hand von Nils B. Warte, nee, ich glaube, das war YouTube. Aber bei YouTube muss das doch gespeichert sein, Mediathek. Wow. Du bist wirklich also hier. So ha, 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 wie ein Fisch ha, im Wasser. Da ist es, da ist es, guck, da. When the developers are bored, das ist der Raum. So, pass auf. Und du siehst, ich habe 32 Sekunden nicht mal geguckt. So, und das ist exakt dieser Raum. Und zwar muss man da, das ist ja so ein geiler Zufall, pass auf, da kommt jetzt eine Tastenkombination. Da. Also, da ist ein Code drin. Melly, Stomp, Melly, Melly, Stomp, Melly, Stomp, Melly, 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 Stomp. Kommen jetzt wirklich diese Gestencodes wieder, Alter, oder was? Alter, das machen wir jetzt. Okay. Ich weiß nicht, was also passiert. Also, du stellst dich in den Ring und musst den Code gesehen. Machen. Leute, wir hacken uns hier rein. Melly war R1, ne? R1, ja. Und Stomp? R2. R2, okay. Melly, Stomp, Melly, Melly, Stomp, Melly, Stomp, Melly, Melly, Melly. Oh, ich hab vergessen zu zählen. Ich glaube, ich muss mal von vorne fangen. Tatsächlich! Hey, 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 hey! Yes! Woohoo! There once was a ship from the CECD Ishimura USG. She cracked on the moon with gravity. Go me, bully boy, go! Soon did a carrion come to save our souls and take us home. One day when the fixing is done, we'll take our leave and go. 3 score years she served her tour, 30 planets cracked and bore. The captain called no fly and swore he'd take the mucker in tow. Soon did a carrion come to save our souls and take us home. One day when the fixing is done, we'll take our leave and go. Jetzt werden sie alle umgebracht. Ja. Das ist ja einfach super lustig. Wir machen jetzt aber nicht diesen Code bei jeder möglichen Situation, wo sowas nochmal kommen könnte. Nee, aber ich sehe gerade was. Guck mal, das ist auf dem Boden. Das, die Hand ist, Schlagen, ja. Fuß ist Stomp. Das hätte man einfach im Uhrzeigersinn wahrscheinlich von alleine drauf kommen können. Ja, man fängt da bei der 8 an. Ja. Und dann macht man das einmal so. Hättest du nicht so tun können, als wären wir da selber drauf gekommen? Anstatt zu sagen, oh, ich habe ein Video gesehen in der Endzone, habe ich gelesen, wie man das macht. Aber ich meine, der Zufall ist echt abgefahren. Ich sitze hier, warte auf dich, scroll einfach YouTube drum rum und mir das Original, das ist doch, was ein geiles Timing. Ist das Zufall oder bist du mittlerweile selber gesteuert vom Algorithmus? Ich habe keine Ahnung. Wahnsinn, wir haben sehr schön. Easter Egg gefunden. Wir haben Easter Egg gefunden. Mega gut. Aber wir haben jetzt nichts. Ich habe gedacht. Naja, wir wissen jetzt, wie unser wahrscheinlicher Feind heißt. Unitology. Ja. Also, die haben wahrscheinlich das da rumgespielt. Lunaboden? Ist da nicht was am Boden? Was weiß ich? Das da? Nee. Achso, nee, ist eine Laterne. Ich dachte, das ist dieser. Vielleicht bin ich noch auf Dark Souls mit diesem weißen Punkt. Ja. Das Loot ist. Jetzt fühle ich mich gut. Wir haben, das ist auch genau deine Welt, oder? Diese Shanty-Chore. Ja, so richtig du als Freibeuter auf hoher See, wirklich mit deinen tapferen Mannen. Und dann singt man. In der Tat. So, guck mal hier. Da wollen wir rein. Oh, hier gibt's. Oh. Ölfass. Oh, guck mal, da müssen wir sogar rein. Ist das ein Knoten oder was ist das Gelbe? Gelb ist, glaube ich, gut. Ja, aber ich glaube, wir kommen. Ich kann da nicht den so raus. Oder? Kann ich den durch das Fenster? Nee, ne? Nee. Aber da war ja eine Tür. Also, aber wir kriegen gleich auf jeden Fall noch Ärger, weil das ein Explosionsfass. Und Explosionsfässer bedeuten Ärger. Nein! Da müssen wir vielleicht erstmal Strom jetzt irgendwo. Erstmal Strom irgendwo reinmachen. So, das Ding ist auch. Ja, oder du sprengst es auf irgendwie. Ja. Aber, naja. Also, das ist ja dieser. Tür nicht. Vielleicht können wir das wegziehen. Ich weiß nicht, ob wir das wegziehen können. Und dann baller ich das kaputt. Oh, du musst den Schalter kaputt machen. Ja, genau. Von der anderen Seite. Stark. Na, warte mal, was ist denn hier die billigste.
die andere Waffe, die du jetzt extra equipst? Ja, wirklich, die hat ja einfach den billigsten. Ich verschwende keine Munition. Was? Und dann muss. Das ist der Lasercutter. Dann machen wir den runter. So. Oh, ich glaube, ich habe was mega Dummes gemacht. Oh komm. Oder ist so ein Arm? Ist das ein Alien-Arm, Schatten? Nee, das war ein. Aber die Tür ist offen. Geil. Ist offen. Sehr schöne Idee. Aber ich habe, glaube ich, aus Versehen ein bisschen viel Muni verbraucht. Ich habe, glaube ich, auch aus Versehen die Werbung gestartet. Warte, wir gehen jetzt in diesen Raum. Öffne die Tür. Und was verbirgt sich dahinter? Das sehen wir. Rocket Beans Craft Tea. Jetzt erhältlich unter rocketbeans.shop und bei Aroma Olymp. Herzlich willkommen zurück bei Dead Space. In diesen Raum rein jetzt. Loot, Loot, wir lieben Loot, wir lieben Loot, wir nehmen's mit. Oh nein. Loot, Loot. Nein, come on, das ist doch gemein. Das ist ja so lächerlich. Wahrscheinlich sind die so eingestellt, dass es immer eine Stufe über einem hat. Aber hier kriegen wir unsere Impulsprojektile. Da liegt aber ein Knoten auf dem Tisch. Stase, Stase. Was für ein Upgrade. Upgrade, wow. Level 3, Level 3. Das ist ja so lächerlich. Haben wir vier? Ja. Wann haben wir denn die Stase geupgradet? Anzug aufgegradet. Aha. Zum Glück haben wir den Anzug aufgegradet. Ja, das ist natürlich geil. Das hast du gut gemacht. Das ist gut gemacht. Ich glaube, die Feuerlöscher explodieren aber auch ein bisschen, oder? Zumindest dachte ich, das vorhin gesehen zu haben. Ja, kann gut sein. Ich glaube, Feuerlöscher ist eine super Waffe. Generell. Kannst du richtig schön mit kloppen und du kannst irgendwie einem Gegner sowas ins Gesicht spritzen. Aber wo kamen wir eigentlich her? Von hier kamen wir, oder? Hatte ich dann gespeichert? Ja. Als ob du jemals an einem Speicherpunkt vorbeiläufst und nicht speicherst, Nils Beamhoff. Nee, ich musste erstmal, weil wir in der Werbung waren, überlegen, so lange her schon, von wo wir genau kamen. Aber wir kamen dann von hier. So, und dann Pausenraum. Haben wir gecheckt. Ja, das war das, genau. Ja, einmal kurz mich wieder neu orientieren. Mich entschuldigen für meine Orientierungslosigkeit. Aber auch, wer daher will, auch ihre Orientierung leidet einstweilen unter Inkompetenz. Das muss man einfach auch zugeben können. Ja, absolut. Oh geil, Matrix hier, guck mal, Serverraum. Oh Gott. Jetzt muss ich hier wieder irgendwas verschieben. Das ist eine Ausstellung, das ist eine Kunstinstallation. Sorry, laber mich nicht voll. Was soll denn dieses unnötige Spannungsbumm? Ey, Frontin, hier ist was ekelhaft. Ja, ja, ja. Aber ich gehe trotzdem erstmal looten. Da! Ist er tot? Oh, okay, aber ich glaube. Ist er tot? Nee, ich glaube, man kann die in die Elektrofelder locken. Das soll mir doch wieder irgendwas zeigen. Ich will nur wissen, ob der nochmal aufsteht, weil ja, eben war der auch noch betäubt. Na, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist hinüber.
Alter, was war das? Neue Homing Missiles. Wow, ey, das ist... Wir sind hier irgendwie in so einem Generatorraum oder in so einer... Ja. Umschaltspannwerk. Also ich bin mir nicht sicher, ob das... Oh, von hinten, oder? Da ist was runtergeplomst. Ja. Hat der gedacht, ich sehe ihn nicht, oder was? Das ist ja die Frage, laufen die in diese Elektrofelder rein, wenn man sich da so hinstellt? Ja, auf jeden oder Fall. Auf die jeden Fall. Aus? Also das ist eine gute Frage. Ich meine, ich stand jetzt leider, glaube ich, auch ein bisschen blöd und das war vom Timing her schlecht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie da grundsätzlich dumm genug sind, um reinzulaufen. Warum ist es eigentlich immer so, dass wenn man infiziert wird, wird man so ganz dumm? Wäre es nicht mal ein Zombie-Film interessant, wo die Zombies richtig schlau sind? Also, dass die so super taktisch agieren und so, dass die halt einfach ihre ganze Gehirnkapazität freischalten oder so. Ja, das wäre mal ganz gut. Eine neue Form des Zombie-Films. So, jetzt möchte ich einmal... Ah, rein. Guck mal, aber ja, hat es Schaden gemacht? Ja, voll. Und zwar richtig. Ja, gut. Leider richtig doll. Und für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Wissenschaft tut weh. Muss weh tun. Ah, hey! Wir sind uns einig, dass wir das nicht wollen. Never. Ich glaube, okay. Du kannst denen wirklich keinen Schaden zufügen, außer du gehst auf die Tentakeln. Okay, das war jetzt ehrlich gesagt ganz neu für mich. Musst du ein bisschen verschwenderisch sein jetzt? Okay, ich habe. Ist schon nicht schlecht. Die ist ganz geil, ne? Wenn man genug Muni hat. Das Ding ist. Wenn man gut zielen kann, dann ist die gut. Mein Problem, was ich hier gerade hatte, ich hab nicht gedacht, dass man im Nahkampf einfach so über gar keinen, mit denen überhaupt gar nichts machen kann. Aber jetzt wissen wir das. Wir haben es, glaube ich, auch noch nicht probiert, ne? Mit Nahkampf kannst du nicht die Gliedmaßen spezifisch treffen. Und manche Gegner kriegen überhaupt nur Schaden, wenn man die Gliedmaßen trifft. Wissen wir das aber auch jetzt, okay. Hast du nicht einen Medipack? Packe? Nee. Oh! Jetzt müssen wir natürlich wissen, wie wir den besiegt haben. Ich glaube, das sind zwei. Aber dann leit ihn doch mal in Strom rein, oder? Ja, ich weiß, das ist mein Plan. Da hinten ist noch irgendwas Ekelhaftes. Ich muss jetzt warten, bis das weg ist und dann. Da, jetzt. Da komm ich nicht mehr durch. Wo ist er jetzt? Gegner nicht. Also, ich weiß auch nicht. Es gab manche Stellen, wo der so Schleimspratzer hatte. Ja. Aber welche Stellen genau? Es ist weder der Dottelsack, noch die Gliedmaße, noch sonst. Also, merkwürdig. Du hattest ihm. Die Anatomie? Du hattest ihm, als du ihn so glorienhaft besiegt hattest, einen Arm abgeschossen, glaube ich, ne? Oder was war das? Ich kann mich
leider kaum noch erinnern. Ich glaube, ich habe mit dem Sägemeister. Du hast ihn mir jedenfalls richtig gegeben und dann. Da gibt es auch so zwei Arten von Spielern. Die, die nochmal eine Phase abwarten. Ja. Oder die, die dann gleich rüberrennen. Ja. Ich glaube, die beiden können nie Freunde werden. Nee, das stimmt. Bam. Oh. Da ist noch Luke. Das war gar nicht so gewollt. Da ist noch einer oben, ja. Ah, das war schon Hammer. Ich denke, es kommt gleich noch einer von hinten. Jetzt fällt er da oben runter quasi. Ich weiß nicht, ob du noch ein Stück vor musst, damit das getriggert wird. Ja, jetzt. Der ist jetzt da runtergefallen. Jetzt kommt der da. Dann können wir mal gucken, ob der dumm genug ist, da durchzulaufen. Nee. Nee. Du hast noch dein Stase-Ding, ne? Dreieck. Ja. Ja, sehr gut. So, die, mit denen hatte ich jetzt, das war sehr nervig. Merkel, man kann nicht in den Nahkampf gehen mit euch. Oh, der ist gegrillt, sehr gut. Ich glaube, die sind dumm. Die sind dummer als die anderen. Das sind Kinder, okay? Das ist ganz normal für ihr Alter. Ja. Ja, und sehr gut. Ist er gebratzelt? Da oben rechts. Vorsicht. Ja. Oh, no. Pritzi, Bratzel, Briedel, Bratz, Britzen, Bratzen, Briedel, Bratz, 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 Schmatz, Schmatz, Bratz, Schmatz, Vorsicht! Ach, die sind auch langsamo. Spratz, Spratzen, Spriedel, Spratz. Was ich sehr dumm finde. Also ein Medipackel ist nicht drin, oder nee, was? Nee, ist nicht drin. Leider zu viel Medipackel schon. Ich bin sehr genervt davon, dass jetzt wieder so ein anderer Typ kommt. Wir müssen den am besten auch irgendwo ins Elektrofeuer da locken. Aber ich wollte auch sehen, wo. Man erkennt einfach nicht, wo der Schaden nimmt. Oder ich bin zu dumm. Ich werde hier komplett verlaufen hier. Nee. Ja. Verloren im Cyberspace. Rechts da. Der moderne Mensch. Rechts nach. Beherrscht die Technik ihn jetzt? Ich versuche hier einen gesellschaftskritischen Punkt zu machen. Du hast völlig recht, aber du musst da durch, das Loot. Ja. Jetzt durch schnell, bevor du gebratzelt wirst. Kriegst du genau das, was du hier da verlierst, kriegst du jetzt zurück. Das ist eine schlechte Investition. Ja gut, aber die sind anders getaktet, oder nicht? Ist das überhaupt machbar? Ja. Aber hier hast du dich auch mal angezippelt. Ja, da wurde ich gezappelt, aber für die Wissenschaft bei mir. Das war nicht Inkompetenz. Aber wie dumm kann man denn sein? Ich laufe immer wieder... Ist richtig, du musst alles... Das ist richtig, ne? Ja, alles richtig. Ah, da liegt aber auch was. Ja, kannst du mit, mit Kreis ranziehen auch sonst. Das ist aber, glaube ich, Brennstoffvorrat. Ja, nee, das war die neue Laserwaffe, glaube ich. So, und jetzt kommt hier Hackelmann McFly. Hacki! Ist da ein neuer Knoten entstanden? Du kannst auch Stase auffüllen, dann kannst du ihn... Es ist wirklich leider immer wieder dieses dumme Sprintding. Ich weiß, es nervt euch genauso wie mich, aber ich krieg's nicht hin. Ich kann nicht sprinten in diesem Spiel, es geht nicht. Oh, das ist auch falsch. Aber es ist nicht so leicht, man muss die Phase abpassen. Ja. Oh Mann, wie tötet man den Typ, ey? Das Stromding muss was damit zu tun haben. Ja. Man muss den da reinspratzeln. Die Spratzelung muss man nehmen. Jetzt war was anderes drin, oder? Vielleicht checkt er wirklich sowas, welche Bedürfnisse man hat und gibt einem genau das nicht. Okay. Kredit. Gib mir die Kredite. Ja, wo fängt der Arm genau an? Ist Schulter schon Arm?
Würdest du sagen, Schulter ist Arm oder nicht? Also beim Fußball. Ich hab eine Idee. Warte mal. Oh, ernsthaft! Was ist die Idee? Ich wollte ihn ranziehen. Ich glaube, Gegner kann man nicht genesen. Wenn sie leben, ne? Aber wenn sie tot sind, ja. Mann, ey, das ärgert mich jetzt. Ich hatte extra mich hier versteckt und dachte, okay, ich stehe hier, aber ich hatte exakt mir ins Gesicht geschossen. Dafür hau ich find's aber gut, dass du weiterhin kreativ bleibst, das ist das Wichtigste. Dass wir nicht niemals denken, das Spiel verstanden zu haben. Ja. Dann hat man verloren. Du musst immer neugierig bleiben. Das stimmt. Da bin ich voll bei dir. Jetzt spritzt der Freund da unten raus. Aber ich glaube, der checkt schon, dass er diesen Feldern ausweicht, oder? Ja, ich glaube auch. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Günther, wo bist du da? Wahrscheinlich muss man den Dicken stasen und währenddessen über die Blitzbarriere gehen. Ja. Oh yes, dickes Medipack. Nehme ich. Wow! Jetzt geht's uns wieder einigermaßen gut. War viel Geld. Spratze. Oh, das war. Oh, dumm. Nee, warte. Machen wir nochmal. Was für eine dumme Stelle, ey. Man weiß nie genau, wie das jetzt an den Ecken funktioniert. Wann kriegt man da Schaden, wann nicht. Ah, es gibt anscheinend einen Zwischenraum zwischen den beiden. Okay, na gut. Hier nur Credits. So, mein Freund. Jetzt haben wir wieder... das Schlimme ist, wir können hier nicht speichern. Und ich weiß nicht... Oder... Ja, was ist jetzt? Ey, hau ab. Nope. Ey, hallo. Hallo, lauf. So. Einen Vorteil im Kampf verschaffen. Ja, spratz, spratz, spratz. Oh, spratz doch. Warum spratzt du nicht? Ist er jetzt gespratzt, ja? Oh, ich hab keine Waffe mehr. Nee. Ah, lauf weg, 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 weg. Oh, dieses. So, jetzt. Ganz in Ruhe. Ja, ja, und ich. Ja, jetzt ist er gespratzt. Sehr schön. Oder? Oh, aber wird der Spratzfeld auch gestarst, ist natürlich die Frage. So, geil. Dummes Ding, du. Hässliches, dummes Ding. Jetzt würde ich gerne speichern. Lohnt sich das nochmal zurückzugehen und zu speichern, dass wir die ganze Scheiße nicht nochmal machen müssen und dann direkt gegen Endboss kämpfen können? Ja, oder? Komm. Frage ist, traust du dir zu, den Endboss jetzt zu machen? Nein, nein. Also ist es eine... Wie schätzt du dich selber ein? Nö, ich speichere lieber. Weil ganz einfach wirklich aus dem Grund, dass wir uns das alles sparen. Alles, was ich jetzt gemacht habe, müssen wir nochmal machen. Würde ein echter Pirat das machen? Ja, exakt. Würde ein Pirat nochmal sagen, nee, lass uns nochmal nach Hause fahren und speichern? Ja, würde ein Pirat machen. 100 wirklich? Pro. Ja, klar. 100 Pro würde ein Pirat das machen. Na klar. Weil Piraten schlau sind. Das war die einzige Möglichkeit für Piraten zu überleben, war schlauer zu sein als alle anderen, hinterhältiger, durchtriebener und nicht so wie die Marine zu sagen, wir haben irgendeine Würde oder was. Na gut. Wenn ich jetzt gleich sterbe, was passieren wird, weil wir immer noch nicht gecheckt haben, wie dieser Typ eigentlich geht, weil wir dumm sind, dann wirst du dich sowas von freuen, dass alles erledigt ist und du musst nur noch zurücklaufen. Ja, aber manchmal muss man sich auch selber mit dem Rücken zur Wand stellen, um wirklich gut funktionieren zu können. Wenn du immer denkst, na gut, wenn ich sterbe, ist ja kein Problem. Ist vielleicht auch nicht gut. Oh, wenn die... Ist das so gut, ey. Oh Gott, hoffentlich explodiert mir das Ding nicht in der Hand. Ah, dumm, dumm, ja, dumm, 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 so dumm.
Oh, war das dumm! Oh Gott! Ja, das war schon ein bisschen dumm. Das war so unfassbar dumm. Da wäre auch nochmal eine Stasi-Station, ne? Stark. So. Das war ein abruptes Ende dieser Mission. Aber jetzt sei ehrlich, du freust dich jetzt. Sei ehrlich. Du kannst jetzt einfach dahin laufen, alles ist gut, alles ist safe. Ja, Captain Nils, ja, das stimmt schon. Soll ich direkt nochmal speichern? Nein. Speichern, um zu speichern, um zu speichern. Guck mal, du hast volles Leben, hast du. Ich bin ja natürlich eben dumm mal reingelatscht. Du hast volles Leben. Das ist doch einfach wunderschön. Ich wäre so happy an deiner Stelle jetzt. Ich würde sagen, Nils, wow. Danke, Nils, würde ich sagen. Ich habe immer noch diesen Shanti da im Ohr. Den hat der ganz Deutschland 2 Jahre lang im Ohr. Was waren das nochmal? Ja, das war dieser TikTok-Trend, wo die alle auf den Tisch klopfen. Was ist das denn jetzt hier? Ja, das, ne? Das weiß ich nicht mehr. TikTok, ich bin da, vor 2 Jahren war ich nicht auf TikTok. Da war ich noch zu jung. Oh, das ist... What? Das ist, du bist der dümmste... Warum? Strom und Feuer interagieren auf diese Art, oder was? Vorsicht, er kommt! Vorsicht, er ist wütend! Oh ja, gut, und jetzt... Oh ja, lock ihn da durch! Los, hör auf zu stromen! Der ist ein Dauerstrommann. Der geht nicht weg. Vorsicht. Das ist eine Falle. Hä? Das war eine Falle. Warum denn nicht? Und da hinten peitscht auch irgendwas Übles. Vielleicht muss man da auch einfach hinlaufen und die da. Moment, ist das jetzt eine Art Boss-Arena und ich kann nicht raus, weil das eine Dauerstromung ist oder was? Absolut möglich. Aber du kannst ihn immer stasen. Stase aufgeladen. Er ist aber auch sauer, glaube ich. Er ist richtig stinkig und böse. Moment, im Ernst, das ist jetzt Dauer? Mhm. Dauer? Vielleicht von hinten? Kann man abhauen? Oh mein Gott, macht mich dieses Sprinten wahnsinnig. Ja, es ist ja richtig scheiße. Absolute Katastrophe. Es ist richtig, richtig scheiße. Was ist das? Was ist das jetzt? Das Spiel hat ein bisschen zu viel Spaß an meinem Versagen für mich. Wow. Wow. Aber gut, okay, jetzt wissen wir... Ah, das ist doch komisch, oder? Da werden die ganze Zeit diese Elektrofelder eingeführt und dann beim Boss werden sie deaktiviert. Deaktiviert. Der hat uns aufgegessen. Er war nicht daran interessiert, uns als Person kennenzulernen. Nee, gar nicht, ne? Das ist ihm völlig egal, was er da so kaputt haut. Für den waren wir nur ein Happen. So, jetzt gehe ich da mal so rein. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwie... Auf. Aber warum ist meine Kanüle jetzt explodiert eigentlich? Weil du da in den... Achso, warte mal, der ist ja dauerhaft defekt jetzt hier, ne? Da geht nichts. Wehe, du gehst jetzt an. Du warst einfach, weil du hältst das Ding ja vor dich und dann bist du zu dicht rangegangen. Und da war der schon im Bereich des... Aber genau die ist doch eigentlich auch eine Phase. Ja. Aber ich glaube, mit dem Bosskampf eben nicht mehr. Die geht an hinter uns und das ist die größtmögliche Frechheit. So. Jetzt immer den linken Arm. Ah, da, ja. Ja. Ey, Stase! Stase! Da spratzt doch gleich was ab.
Okay. Oh Scheiße, ich habe schon mich entstarst. Aber irgendwie, du hast schon recht, der ist ein bisschen angeschlagen. Ah, jetzt! Hahaha, yes, yes, yes! Okay, warte. Ich stase, um zu stasen. Oh, haut er mich um. Ich wollte Muni tanken. Scheiße, ich habe einfach keine Muni mehr. Also manchmal spratzt, manchmal nicht ist, aber ich sehe wirklich kein System. Er ist tot. Stark. Ich hab ihn! Stark, Nils! Schön weggenielst. Schöner Knoten. Haha! Okay, also wirklich einfach die dicken Fleischarme einfach komplett wegnötzen. Einfach die dicken Fleischarme wegmachen. Der Laserstrahl war super gegen den. Ja, der war gut. Und da peitscht dir das Übel. Was kriegen wir hier die ganze Zeit? Kriegen wir die ganze Zeit nur so Kackmuni oder was? Na gut, der Flammenwerfer und so. Es ist schon. Ja, muss sich halt entscheiden, welche man ausrüstet, ne? Also der Superstrahl ist gegen den echt, glaube ich, echt gut gewesen. Und ich muss zugeben. Das ist ein Stase-Moment, oder? Ich glaube auch. Hilfe, Hilfe! Energie von elektrischen Systemen an AAS-Kanonen übertragen. Yay! Okay, ich sehe eine Energieumleitung von den elektrischen Systemen. Achte auf die Ausgänge, das Netz ist nicht stabil. Das sind zwei, noch ein System, dann haben wir genug Energie für das AAS. Schnapp! Willst du mal lieber eine Waffe ausrüsten, für die du Munition hast? Hab ich doch für die. 6 Schuss. Aber ich meine von denen, die jetzt noch im Rucksack sind. Ah, okay. Das ist vielleicht ein ganz guter Hinweis. Du meinst, dass wir den Flammenwerfer nehmen statt des anderen oder sowas? Ja, Flammenwerfer haben wir noch viel und dann... Ja, wir haben noch den... Oder habe ich eine vergessen? 5 haben wir doch, oder nicht? Ja, stimmt. 5. Ja, du hast recht. Ja, der Flammenwerfer, ja... Ist das so? Ah, jetzt ist der Strom aus. Wer kommt jetzt noch um die Ecke? Wieder ein neues Monster? Jetzt, wo man sich in Sicherheit fühlt und gut fühlt? Mit einem Knoten in der Tasche? Ja, echt. Damit ist jetzt Schaden möglich auf dem Cutter, ne? Ist ja schon... Wie fühlst du dich jetzt? Schaden auf dem Cutter, was? Mit dem nächsten Knoten können wir Schaden auf dem... Ach so, ja, das ist doch Hammer. Ja, ist doch geil. Wir müssen uns wirklich auf irgendwas einigen, was wir. Jetzt wieder Aufzug hoch wahrscheinlich. Nee, obwohl er meinte eine Energiequelle. Ich habe die medizinischen Berichte der Ishimura geknackt. Das ist wie in einem verdammten Horrorfilm. Diese Dinger wandeln totes Gewebe um. Einige von ihnen infizieren Leichen, die anderen. Machen mehr Leichen zum Infizieren. Das organische Zeug an den Wänden. Ist auch totes Gewebe. Die Besatzung dachte, es wäre ein Habitatwandler. Isaac, ich werde ein paar Diagnosen durchführen. Ich glaube, das Zeug breitet sich aus. Habitatwandler. Die richten sich da schön ein, oder was? Die machen sich da gemütlich. Schöne Tapezierung erstmal. Es ist ja kein gutes Leben mit schlechten Tapeten denkbar eigentlich. Immer wichtig. Da hast du recht. Aber weißt du, was ich meine große Vermutung?
der Kapitän, der war ja so ein Fanatiker. Mhm. Und der hat die Ishimura unterwandert und hat die ihrem eigentlichen Zweck, nämlich als Minenschiff irgendwelche Asteroiden abzubauen, hat die denen entzogen, um diese Aufträge im Namen seiner Religion diesen Marker zu holen. Ja, der hat einfach, und deswegen wollten sie den auch quasi meutern. Ja. Weil der ist verantwortlich dafür. Ja. Der Captain. Es gibt ja Gerüchte, dass er vielleicht mit gerechnet hat, dass da dieser Marker zu finden ist und das gar keine Überraschung war für ihn. Ja, genau. Das ist, also der ist auf jeden Fall der Oberschwein und wir werden gleich wahrscheinlich einen Endboss noch bekommen mit einer Spritze im Auge. Oh. Und das ist das Erkennungszeichen, dass es der Captain ist. Ja, finde ich sehr gut. Sehr schön. Man merkt, dass du das Spiel schon mal gespielt hast von der So, ey, ich habe das Gefühl, ich spiele mehr. Man merkt, dass du dir die ganzen Videos auf YouTube anschaust. Ja. So, wo müssen wir jetzt hin? Eins. Da, wo die Raute ist. Maximal Last 2600 Kilogramm. Was? Ah, das kriegen wir hin. Ach, der Fahrstuhl? Mhm. Oh, ja, okay. Mit dem Anzug. Was mag der wiegen? 2 Tonnen? Ist auch mal so dieses 1000 Kilo oder 9 Personen. Ja. Und im Kopf immer. Die müsste es ja irgendwann. Ach, ja, okay. Stark. Gestarst. Ja, stark. Ganz stark. Und hinter dir ist auch noch was los. Stark gestarst. Starke Leistung. Hammer, Hammer, Hammer. Das Leben ist ein Stampf. Das Leben ist ein einziger großer Stampf. 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 Stampfkartoffel. Nudel, zeig mir den Weg. Oh, okay, was? Wieder zurück. Was? Oh, das war knapp. Rufen? Moment. Leite die. Was? Leite die Energie aus der Wasserreinigung um. Jetzt. Was heißt Wasserreinigung? Jetzt geht's aufwärts. Ja, ja, ja. Wir mussten den Fahrstuhl wechseln. Und müssen jetzt in die Wasserreinigung, um die Wasserreinigung abzuschalten, denn sie wird nicht mehr benötigt. Für was sollte man noch Wasser reinigen? Da ist ein. Oh! Oh! Was? Oh! Ah! Der konnte noch sprechen. Wir nehmen ein Blümchen. Elizabeth, hier ist Jacob. Ich habe auf der Brücke nach dir gesucht, aber die ist komplett im Arsch. Ich verzieh mich, falls das, was es verursacht hat, wiederkommt. Mach du das auch. Das Verwaltungspersonal ist wohl zum Abbaudeck zu den anderen Überlebenden aufgebrochen. Ich werde auch dorthin gehen. Wenn du nicht dort bist, finde ich eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren. Versprochen. Ich finde es schön zu sehen, wie du lootest, wie du speicherst. So, das gibt mir ein richtig, lerne von richtig dir. Gutes Gefühl dir. Einfach. Credits! Credits! Jetzt speichere ich nochmal. Guck mal, damit wir beim nächsten Mal nicht wieder looten müssen. Hammer. Effizientes Gaming. I like it. Dottersackmann. Oh, zweifacher Dottersackmann. Oh no. Ja, sehr geil. Schrank ihn. Oh, was? Der ist gegen den Türrahmen geschrankt. Oh no. Oh way. No. Ja, was hätte ich noch für Waffen eigentlich? Soweit die Füße fragen, lauf. Ja, sehr geil. Das ist schon ein ganz geiles Ding. Er besteht nur noch aus einem Arm. Das geht nicht. Er kann nicht nur aus einem Arm bestehen. Was ist mit dem anderen Heinrich? Der hat es schon verbrannt. Aber der hat noch Loot. Dieser Flammenwerfer wirkt fast wie ein Fremdkörper, weil es ist so, man kann gar nicht auf die. Stampf, Stampf. Hildegard stampft. Die Gliedmaßen gehen. Ja, das ist einfach Flächenschaden. Aber ist für den Nahkampf auch gar nicht schlecht.
Credits, Credits, wie nennt man? Credits. Oh, da, guck mal hier. Schutzschalter. Automatische Zielerfassung offline. Kalibrierungsdaten nicht. Ach nein, hör auf. Keine automatische Zielerfassung. Die Kanonen sind nutzlos. Nein! Wollen wir sie manuell nutzen? Du willst da raus, während dieser Scheiß da runterregnet und die AAS-Kanonen manuell nutzen? Wenn die Kanonen genügend Zieldaten haben, wird das System neu kalibriert. Hast du eine bessere Idee? Herrgott. Ich öffne den Außenzugang. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ey, warum müssen wir alles machen? Also der andere Typ ist ja, also sorry. Haben wir da alle Räume und so? Ich weiß nicht. Was? Da können wir rein, ne? Mein Freund. Ja, ich sag nur, weiß ja nicht. Ey, übrigens, der andere. Wir kennen uns mittlerweile ganz lang genug, dass ich genau deine Punkte kenne. Ja, ja, ich genau weiß. Genau, wo man die drücken. Aber, weißt du, es besteht eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass du es nicht sagst, um mich zu ärgern und es wirklich lieber siehst. Und dann, das ist mir wert, dass ich jedes Mal nervös werde. Aber der Typ, der uns ja gerade vollgesülzt hat. Was ist das? Oh, geil. Du kannst irgendwas aus dem Inventory nehmen. Ey, das ist ja wohl eine Lächerlichkeit mit dem Geld, oder? Ach, die müsste man verkaufen, oder was? Da haben wir den Moment verpasst, die zu verkaufen. Ja, das hätte ich auch nicht gecheckt. Okay, aber was ist denn mit dem O2-Ding da? Brauchen wir das noch? Sauerstofftank. So. Mittlerer Minenarbeiter, Rick. Ja, wir müssen mal beim nächsten Mal Verkaufen dran denken. Auf jeden Fall, du hast völlig recht. Es ist unintuitiv, dass man was zu verkaufen hat, ja. Wenn man so unter Mangel leidet. Lastenaufzug. Bin ich eine Last oder was? Bin ich eine Last für dich, liebes Raumschiff? Sag's mir. Bin ich eine Last für dich? Dann steige ich aus. Komm nie wieder zu dir. Das Stacheln? Was ist das da? Wieso sind da so Stacheln? Ist das ein Server oder was? Nee, das ist eine Zerkleinerungsanlage. Alter, das ist ja ekelhaft. Wie lautet der Plan? Ich synchronisiere ein paar Kanonen mit einem meiner Werkzeuge. Ich ziele auf einen Asteroiden, die Kanonen treffen ihn und ich kalibriere das System neu. Wir haben keine andere Möglichkeit. Tu es. Sicherheitsanfrage abgerufen. Jemand muss ihn aufhalten. Hier spricht der zweite Offizier Sheik. Ich brauche sofort den Sicherheitsdienst. Niemals kommt. White, um Himmels Willen. Gehen Sie von der Steuerung weg. Wir brauchen unseren ersten Offizier. Captain Mathias ist tot. Captain ist tot. Winston's Sicherheitsteam ist tot. Wer ist noch übrig? Weg von der Luftschleuse. Das ist ein Befehl. Wer ist noch übrig, Sheik? Diese fanatischen Unitologen? Eckert hat uns ordentlich verarscht, oder? Wenn ein CEC-Direktor so verkommen sein kann, dann ist es wahrscheinlich auch die ganze Firma. Genau wie EGC. Glauben Sie, die CEC schickt kein Rettungsteam für ihr wertvolles Abbauschiff? Denken Sie nach, White. Wir müssen nur durchhalten. Ja. Sie sollten das. Nein, Sir! White! Du verdammter Idiot! Versiegeln Sie sofort die Luftschleuse! Ja, okay. Der hat der Belastung, der nervlichen Belastung nicht standgehalten. Aber das ist ja auch eine fürchterliche Situation. Ich glaube, es wäre für alle Beteiligten das Beste gewesen, das Schiff wäre auf dem Planeten geknallt und verbrannt und explodiert. Und alle Lebensformen dort wären ausgelöscht worden. Aber wir retten einfach mal das Schiff. Ey, ist ja auch ein wertvolles Altmetall, ne? Also, total. Und Nicole ist ja auch noch da, muss man fairerweise sagen. Ja, das stimmt natürlich. Das ist ja eigentlich immer die interessante moralische Frage, wenn du dort Personen an Bord hast, die dir was bedeuten. Vielleicht kannst du die mit dem Feuerlöscher abschmeißen. Wie viel würde man in Kauf nehmen? Was passiert hier? Zielsystem wird synchronisiert. Ich glaube, du musst alle drei, da hinten ist noch eins. Das muss rüber.
Da rechts. L2 halten. Ach, nee, Ziel. Hä? L2 halten. L2 halten Ziel. Ja, hast du L2 mal gehalten? Ja. Hä? Asteroiden zum Kalibrieren zerstören. Okay, warte mal, das check ich gerade nicht. Vielleicht hol dir mal Sauerstoff da. Unter dir ist Sauerstoff. Wo? Da rechts. Was meinst du mit rechts? Halt mal still. Jetzt dreh ich mal nach links. Ja, also da quasi rechts von neben dem, wo du eben standst, da waren Sauerstoffdinger an der Wand. Also da bei dem Kalibrierungsterminal und dann einfach nach rechts gucken. Und dann flieg da mal zurück und jetzt guckst du da an die gegenüberliegende Wand rechts. Da ist Sauerstoff da. Aber zum Glück habe ich es abgegradet. Ja. Jetzt lass uns nochmal hier. Oder muss man die ganzen Terminals anschauen? Da rechts ist nämlich noch so ein Terminal. Asteroiden zum Kalibrieren zerstören. L2 halten. Aber Streik ausrufen. X-Streik ausrufen. Okay. Achso, da oben ist das Ding. Okay. Ah, jetzt. Hä? Steuerst du das gerade? Streik ausrufen. Ich glaube, du musst. Übersetzungsfehler? Ne, Strike im Sinne von Schlag. Also, ich glaube, du musst. Streiken bilden wir jetzt eine Gewerkschaft, oder? Das ist richtig spät. Aber ey, du musst einfach eins dieser Dinger da abballern, die da kommen die ganze Zeit. Aber das, ich check auch noch nicht ganz. Das hab, ja, aber ich verstehe den Mechanismus nicht. Du musst ja irgendwie lenken können. Kannst du mal hochgucken? Die kannst du ja bewegen. Guck mal, die bewegst du. Jetzt ballerst du eins weg jetzt. Genau. Jetzt noch drei oder so. Da kommt einer. Kalibrierung abgeschlossen. Hammer. Automatische Zielerfassung online. Achtung, Höhenintegrität erreicht kritischen Wert. Da ist noch eine zweite, ich weiß nicht, ob du die auch noch machen musst, wenn du da weiterfliegst. Und aber jetzt macht das automatisch, oder? Genau. Aber da ist noch, sind noch mehr von diesen Terminals. Guck mal, da siehst du? Oder was leuchtet da? Das musst du wahrscheinlich mehrfach machen. Bis alle grün sind. Alle Laser. Zielsystem wird synchronisiert. Geht hinter dir! Vorsicht, Frichtachs! Oh no! Oh, ich glaube, du hast ihn schon, oder? Nee. Oh nein. Das gibt's doch nicht. Der ist einfach völlig unbeeindruckt. Ach, es gibt keinen Sauerstoff für einen Flammenwerfer. Ach, das ist ja geil. Dann habe ich keine Waffen mehr, leider. Doch, du hast doch die obere noch. Drück nach oben und lad nach. Ah, tatsächlich. Warnung. Höhlenintegrität kritisch. Aufbauten werden beeinträchtigt. Ja, ja. Hier lebt auch noch der kleine Hanselmann. Das ist atmosphärisch schon ganz geil, ne? Also vom Sound her, wie das so einfach nur so ein dumpfes Wummern ist. Ich finde auch geil, dass der Flammenwerfer nicht funktioniert im luftleeren Raum. Ja. Die anderen Kanonen schnappen einem die immer weg, ne? Abgeschlossen. AAS Neukalibrierung.
kalibriert. Automatische Zielerfassungssysteme aktiviert. Isaac! Das war große Klasse, Mann! Die AAS-Kanonen sind überall auf dem Schiff online. Gott sei Dank. Aktiviere den Autopiloten. Komm wieder rein, Isaac. Ich glaube, ich weiß, was wir als nächstes machen. Wie wär's mal mit einer Kaffeepause? Ist der Kleinling noch da? Irgendwas hat er mich vorhin... einfach mal ins All hinausgeschleudert. Okay, wir haben jetzt aber echt ein kleines Munitionsproblem, ne? Ja, aber... wir haben auf jeden Fall, das AAS ist online, der nächste große Schritt. Mhm. Jetzt denke ich, jetzt haben wir es eigentlich geschafft, ne? Was sollte denn jetzt noch eigentlich schief gehen? Wir haben die Zentrifuge kalibriert, wir haben den Treibstoff zentrifugiert, wir haben das AAS wieder eingeschaltet. Jetzt soll es doch eigentlich klappen, oder? Können wir nach Hause fahren? Ich bin sehr gespannt. Nächstes Mal Abspann, bis dahin haut rein. Mhm. Eine schöne Zeit, gruselt euch nicht, tschüss.